Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Six All in the Mix und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hier am Brandenburger Tor eine riesen Demonstration. Ukraine gegen Russland Konflikt. Ich bin sehr gespannt, was hier so läuft. Und wir gehen mal ein bisschen spazieren. Vielleicht kriegen wir hier jemanden zu einem Dialog. Ja. Ihr seht ja hier, was hier so los ist. Es geht ja übrigens zurzeit richtig rund. 6 Stunden lang. Also laut den Medien. Naja, gehen wir mal ins Getümmel, gehen wir mal ein bisschen tiefer. Wow, da geht auf jeden Fall was ab vorne. Ich nehme euch mit. Ich selber bin neutral, kannst du der Sache nicht sagen. Mich juckt es auch nicht wirklich. Aber ja. Wir gehen einfach mal ein bisschen tiefer und ich zeige euch so, was hier so abging an dem Tag. Und ja, wir schauen uns das an. Oh, wir gehen jetzt immer tiefer, das heißt, wir müssen jetzt so langsam auch eine Maske raufknallen. Das machen wir doch, oder? Hier geht's rund, Freunde. Gehen wir mal direkt in die Mitte und checken mal ab. Stand with Ukraine! 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 Direkt vor die Brandenburger Tore, Freunde. Auf jeden Fall was los, wa? Einmal ganz kurz vor die Tore hier für euch, wie gesagt. Mit der ukrainischen Flagge direkt drauf, an die Tore, projiziert von hinten. Und ja, so wie gesagt. Dutzend Leute draußen. Wir gucken uns so ein bisschen von weiter hinten an, was da so los ist. Einmal durch die Tore. So, hier sind nicht mehr so viele Leute, also kann ich auch mal die Maske runternehmen. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe noch nie so viele Ukrainer gesehen. Auf einem Punkt. Heute ist auf jeden Fall was los. Richtung Potsdamer Platz, Reichstag und hier nochmal natürlich vor den Toren, wie ihr seht. Ja. Vielleicht kriegen wir ja jemanden, mit dem wir ein bisschen quatschen können. Ziemlich dunkel hier, Alter. Hier geht's rund. Vielleicht kann man ja übersetzen, was das bedeutet. Einmal mal ganz kurz hier von der Perspektive.
Da ist schon ganz schön was los. Schon früh, müsst dann so arbeiten. Wie die Polizisten jetzt hier. Grüne 90 Binde sehe ich gerade und eine europäische Flagge. Touristen nebenbei auch am Start. Dafür stehe ich nicht. Ich stehe dafür, dass man was hier kann. Ja, es ist ganz schön voll. No War ist auch zum Beispiel interessant mit dem Schild. Ich dachte, wir haben professionelle Kamera oder so. Ich bin zwar Fotograf, aber machen wir eigentlich schon. Ach so, eine eigene Sache. Alles klar. Wissen Sie, wann der Vietnamkrieg zu Ende geht? Sie sind doch bestimmt die Familie, oder? Bitte? Der Sinn geht einfach weg. Bro. Das da geht einfach weg. Gut, vielleicht war meine Frage so ein bisschen zu viel für ihn. Kann ja sein. ich glaube, am Tage war es viel voller. Jetzt wird es immer weniger. Weil, ach, da sind nochmal Medien, sehe ich gerade. Auch hier an der Seite, der gerade ins Handy schaut. Auch die Medien machen Pause, oder was? I don't know. Polizei ist natürlich genug. Hier mit am Stissel. Immer mehr Leute gehen nach Hause. Ich habe auch schon sehr, sehr krass Hunger wieder. Ja, einige Leute gehen auch schon nach Hause. Es wird immer weniger. Wahrscheinlich bin ich zu spät gekommen, aber besser als nichts. Immerhin bin ich da. Da hinten die Medien. Nochmal ganz kurz hinter mir mit dem ganzen Equipment, mit Licht und hast du nicht gesehen. Die nehmen mir mal alles, ihr ganzes Zuhause mit. Und hier nochmal kurz schön zu betrachten, das Brandenburger Tor mit der ukrainischen Flagge darüber. Und ja. Und Touristen aus dem Nichts, einfach so mittendrin. Die Fotos machen am Brandenburger Tor. Are you tourists? Yeah. Okay. You enjoying the gates? Yeah. Okay. Das ist denen egal so. Die sind einfach hier mal ein Foto, sagen die. Ja. So. Geiler Scheiß. Die hängen da einfach ab. So sind Touristen, egal so. Wir wollten einfach nur Fotos machen. Aber noch nicht. Also Touristen auch schon hier, ne? Denen das egal ist. Ich gehe nochmal kurz an die Medien vorbei. Die sind ja auch überall, ist ja klar. Und ja, die Lage ist entspannt so. Einige kommen dazu, einige gehen wieder nach Hause. Überall ukrainische Flaggen mit am Start. Was ist das eigentlich für eine Flagge? Rot, was? Weiß, rot, weiß, was genau das ist, weiß ich nicht. Vielleicht wissen Sie, was das für eine Flagge ist da? Mit weiß, rot, weiß? Belarus. Ach, Belarus, alles klar. Alter, okay, krass. Danke. Belarus ist auch mit am Start. Wahrscheinlich als Solidarität zu Ukraine, oder? Belarus? Aber waren die nicht mit Putin mit am Start oder was? Hat er nicht letztes Mal den Präsidenten getroffen? Machen die nicht gemeinsame Sache? Keine Ahnung. So.
Der Typ musste erst nachdenken, aber der hat es dann nochmal gesagt. Ich wusste es nicht. Respekt an den Kollegen. Medien. Aber wie gesagt, es ist ja ständig immer was Neues. War vorher immer ist irgendwas so. Ich gucke ja selber kein Fernsehen und auch keine Nachrichten. Ich bin jetzt auch geschockt, weil ich das hier so sehe. Klar überhört man das nicht. Die Leute wiederholen ja immer alles, was im Fernsehen läuft zum Beispiel. Von daher, wenn Kollegen, wenn man sich mit Kollegen trifft, sagen die, hey, hast du gehört? Und ja, Bro. Polizei, ein paar Sachen abgesperrt hier. Hier Mannschaftswagen. Da Mannschaftswagen. An den Ecken. Ja, an sich, wie gesagt, eine entspannte, ruhige Demonstration. Ab und zu mit ein paar Parolen auf Ukrainisch. Verstehe ich leider nicht. Ja, die haben ihre eigene Sprache. Russisch nochmal ein bisschen anders. Ähnelt sich zwar, aber Ukrainisch auf jeden Fall, wie gesagt, ist ein bisschen anders. Brandenburger Tore, schön, mit einer ukrainischen Flagge, gefällt mir, sieht gut aus. Und was soll ich sagen? Die Lage für sich heute. Die Polizisten im Mannschaftswagen denken, another day, another work. So, ich meine. Und ja, gesprächig ist wirklich niemand hier, also nicht wirklich. Also, Leute wollen nicht wirklich darüber sprechen oder... Ihr seht ja, einmal ein paar Fragen gestellt, vor allem der Asiate vorhin, der war so ein bisschen strange. Ich habe ihn ja nur was Normales gefragt. Naja. Vielleicht gehen wir da nochmal rein oder was? Einmal nochmal kurz durch die Mitte. Wenn wir schon hier sind. Das ist der neue Style. Da kommt sicherlich auch keiner mehr drauf. Oldschool kommt wieder zurück. Ne? Ist ja, halt super, ne? Ist halt simpel. Ist halt ausgepackt, zack, und ja genau, mehr brauchst du nicht. Die Frage ist ja immer, wie kann man mit wenig mehr rausholen, ne? Naja. Und nicht mit den ganzen professionellen Leuten, die das ganze Zuhause mitnehmen, mit der Softbox und... Ja, das wäre mir auf jeden Fall, ja. Ja, aber ja. Naja. Viel Spaß auf eurem Leben. Dankeschön. Da seid ihr auch selber Ukraine? Nein, wir nicht? Sind hier tatsächlich nur Touristen. Wir sind eigentlich hier für den Urlaub und haben... Ach so, zum Feiern seid ihr? Geil, Digga. Ja, also das musste wieder sein. Woher seid ihr selber, wenn ich fragen darf? Aus Bayern. Ach, aus Bayern. Freunde, Bayern ist in der Haus, oder was? Geil. Ja. Willkommen in der ärmsten City Deutschlands. Ja, arm, aber sexy hat immer die... Also, wie heißt der nochmal? Die Merkel. Nee, nicht die Merkel. Jemand hat es mal gesagt. Ja. Ich glaube, das war der... Nee, Spahn war das auch nicht. Sexy war ja auch nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war das der Ding. Wie hieß der? Der Außenminister. Da war doch jemand. Da war doch irgendwie jemand. Wie hieß denn der Außenminister, der Alte? Wie hieß denn der? Warte. Mit M. Der Kleine. Heiko Maas. Der mit den engen Anzügen. Der war immer so sexy. Heiko Maas, der Alte. Arm aber sexy. Irgendwas war da, genau. Ja. Ich glaube, der war das. Gut, er muss ja auch nicht mit der U-Bahn fahren oder mit dem Bus. Die haben ja alles sowas. Bist du Ukrainer? Nee, bin nicht Ukrainer. Dachte ich mir schon. Ja. Nee, ist aber interessant, ne? Also ich guck mir das an, mach ein bisschen von der Demo, ein bisschen ein paar Videos. Wir haben das auch noch nie gesehen, deswegen ist es auch relativ. Ist heftig, ich habe noch nie so viele Ukrainer gesehen, habe ich schon vorhin auch gesagt. Vor allem auch das Brandenburger Tor allein schon, wie das aussieht, das allein schon wert. Ist heftig, ne? Ja, Mann. Ne, weil ich dachte, Berlin, ich sieht alles nur Kennex hier, weißt du, so wie ich, aber ist dann wohl doch nicht so, ja? Ja. Also seid ihr aus der konservativen Seite, ja? Ihr habt noch Richard Mills. Im Schaufenster hab ich gesehen. Das kannst du hier nicht bringen in Berlin. Ja? Ja. Ist nicht böse gemeint. Ich will jetzt nicht alle Berliner runter machen. Aber hier geht das wirklich sehr schnell. Ja, hier klaut sogar die Polizei wahrscheinlich. Ja. Matthias. Hat hier mit Clan nichts zu tun. Sowas. Ja. Hier gibt's Warlords. Cool, habt ihr ein paar Fotos gemacht? Ne? Ja. Macht euch das nichts aus mit der ukrainischen Flagge drüber, oder was? Alles cool, Brandenburger Tor. Ne?
Ja, viel Spaß weiter. Ne? Danke dir auch. Und kauft nichts von Leuten, die so aussehen wie ich. Und das selbe Sex. Danke. Danke für den Tipp. Schönen Abend. Haut rein. Ja, Freunde. Haben die gefeiert oder was? Hammer. So. Ich war vorsichtig, ich habe nichts Böses oder Falsches gesagt heute, also kann man das Video auch hochladen. Belarussische Flagge sehen wir gerade, normal, weiß, rot, weiß. Gehen wir da mal rüber zu den Belarussen, mal sehen, vielleicht haben die was zu erzählen. Vielleicht hat ja Belarus was zu erzählen, gehen wir mal rüber. Ach ja, übrigens zu der Maskensache. Einige haben welche an, also die Mehrheit hat die Maske an, einige nicht. Genau. Also ziehen wir auch immer eine an. Sorry, wollte ich die durch, oder? Ja, 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 ich leck mich mal an. Ganz komische Leute auch mal hier mit am Start. Belarus. Ist das die belarussische Flagge? Ist das Belarusian? Yes. Belarussische Flagge. Weiß Russland. Oh wow, hier geht's ab. Solidarität. Deutschland mit der USA, Ukraine. Also es geht auf jeden Fall rund, Freunde. Auf der Demo, aber man ist beschäftigt mit dem Handy. Komm, wir wecken den mal auf. Ist das uninteressant? Verstehen Sie Deutsch? Verstehen Sie Deutsch? Ja, ja. Achso, okay. Ist so uninteressant, dass Sie im Handy rum sind? Ja. Ich lese Informationen so, über, was passiert in Ukraine dort. Achso, sind Sie auch Ukrainer? Nee, aber ich bin hier, also ich bin... Achso, verstehe, alles klar. Ah, Franzose. Ja. Ja, man hört das an der Aussprache. Sehr gut. Alles Gute. Die Franzosen wieder. Er informiert sich, er hat gerade gelesen gehabt. Da habe ich ihn gestört wahrscheinlich. Aber es ist heftig. Fängt eine Sache an, sprechen alle drüber. Schon krass. Nicht? Ja. Naja. Ist ja auch aktuell. Ist ja auch aktuell. Ja. Mal sehen, was in 2 Monaten kommt. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war die Demo, Freunde. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen weiter herum. Er joggt erstmal. Hauptsache joggen. Irgendwie sind alle auf der Demo, aber irgendwie gucken alle ins Handy. Komisch. Akademie der Künste. Unglaublich, was mit der Welt passiert, wa? So langsam. Ich hoffe, es rastet nicht komplett aus und wir sind dann irgendwie alle dran, weltweit. Ich glaube, so wird es irgendwann noch kommen. Aber ich hoffe nicht jetzt, in ein paar hundert Jahren, wenn wir dann nicht mehr da sind, meine Kids auch. Nee, ich würde sagen, mach's gut, Meister, ich hau ab. Alles Gute. Hier drehen die hier für Pro7, Sat1 und hast nicht gesehen. ARD und. Hier noch mehr. Leute, die gleich interviewt werden. Hören wir uns mal ein bisschen an, was hier so zu erzählen haben. Interview gleich mit am Start hier. Ja, komm, wir gehen weiter.
da gibt es auch eine Menge Leute, die vielleicht von außen so ein bisschen das Ganze beobachten oder die es erst gar nicht juckt. Gibt es auch sehr viele, habe ich gesehen, die es auch erst gar nicht juckt. Die machen ihr eigenes Ding. Viele Touristen hier auch, die einfach zum Reisen hier sind, die sich hier, dass sie nicht reinziehen möchten. Ist halt ein ernstes Thema. Dann gibt es Leute, die hier essen an der Seite. Das ist halt Tourismus, ne? Auch sehr viele Russen hier zur Zeit, auch am selben Ort. Blaulicht. Und zwei weibliche Polizistinnen an der Ecke. Und ja, hier nochmal schön mit dem Blaulicht. Ich glaube, die Demo ist noch da, bloß es ist auch bald vorbei wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. Die kamen so ein bisschen zu spät, weil die sind schon wahrscheinlich den ganzen Tag hier. Hier kommen wir nicht durch, oder? Hier ist zum Beispiel eine Absperrung. Das heißt, wir müssen da irgendwie. Überleg gerade, warum das abgeschaut. Achso. Okay. Wegen der Botschaft irgendwie was? Die Mittelinsel, ja. Was, wieso genau ist hier abgesperrt? Weswegen? Wenn ich fragen darf? Die Absperrung? Wegen der Botschaft oder weswegen? Nee, aber weswegen genau ist das so? Wenn ich fragen darf? Die russische Botschaft, also doch, ne, das Ding, alles klar. Danke. Die russische Botschaft wird hier komplett abgesperrt, wahrscheinlich ja, wegen Übergriffen. Haben die keinen Bock drauf? Wir gehen jetzt einfach mal direkt zur russischen Botschaft, mal sehen, was da los ist. Und Touristen wieder hier mit am Start. Are you tourists? Where are you guys from? You tourists? Oh, UK is in our point. Okay, alles klar. Enjoy your time. Ah, copyright. Scheiß Musik. Okay. Wir gehen jetzt. Ja, die waren sehr. Ziemlich hochnäsige Engländer. Aber naja, gut. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. England halt, ne? Fish and Chips. Okay. Freunde, kurz mal auf die russische Seite hier. Hier ist wahrscheinlich keine Sau. Keiner da. Da ist die Botschaft. Komplett abgesperrt. Weil die keinen Bock auf Stress haben. Russische Botschaft in Berlin. Wir gehen ja mal direkt davor. Hier auch nochmal schön abgesperrt. Da stehen die Leute auch. Vielleicht gibt es da nochmal eine Demonstration davor gleich. I don't know. Auf jeden Fall habe ich ein Rückenpflaster drauf. Und der brennt gerade höllisch. Na gut. Studenten-Vibes. Karneval-Vibes. Also auf die andere Seite kann, wirklich kommt keiner. Das ist, guck mal hier. Ist jetzt hier auch abgesperrt. Und da ist auch überall die Polizei. Da kommst du nicht hin. Und da nochmal schön zu sehen, die Leute. Davor und die russische Flagge oben natürlich. Die russische Botschaft. Hier stehen wir gerade. Knapp davor, abgesperrt. Ja. Erstmal ein Bierchen. Der Typ. Ja.
Halt dort. Na gut, hier ist natürlich auch nochmal ein bisschen was los. Wie war ja klar, wegen der Botschaft auch. Hier können wir nochmal kurz rüberschwenken und sehen, dass da komplett geschützt ist. Abgesperrt und mit Polizeischutz natürlich mit draufgeknallt hier alles. Da kommt keiner mehr vorbei. Ja, Freunde, die Sache ist immer nur aktuell, solange es darüber gesprochen wird. Gut. Enjoy, guys. Yeah, of course. Mit der Rüstung. Was geht ab? Ich kenne dich. Ja, erzähl. Und ich sag eins, ich kenne dich auf dem YouTube-Kanal, aber ganz ehrlich, was jetzt in Europa bei uns in Deutschland passiert, feierst du nicht? Ganz große Scheiße und das muss dir als Deutscher, der hier lebt, auch Sorgen machen, weißt du? Ja. Deswegen liebe Grüße, Jason Six, du warst in Starken. Starken, ja, genau. Genau, deswegen. Ja. Was, wohnst du da, oder was? Ich wohne hier aber mit Slava auch, weißt du? Okay. Bin Pole und ich mache mir ganz große Sorgen um. Echt, ja? Ja, sehr viel. Auf jeden Fall, ja. Okay, musst du halt manchmal aufpassen, musst du mal abwiegen, weil es gibt sehr viele Dinge. Großer, du musst auch abwiegen. Ja, also, wenn ich mir jetzt. Die Probleme hier, was hier abgeht, ja. Dass Russland einmarschiert ist, geht uns alle was an. Ja, deswegen, richtig, ja. J6, immer abonnieren. Danke, danke. Immer abonnieren, Leute. Nee, du hast recht, auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe halt auch sehr viele eigene Probleme, sowas. Ja. Yeah. Man muss ja auch mal ein bisschen gucken, was man da eigenes Zeug macht. Jeder andere auch. Ja, hast du recht. Alles Gute, danke, Gibo. Ja. Danke für den Feedback. Hau rein. Mach's gut, dann auch. Islamistische Szene. Ja, weil die auch feiern. Der war der Geilste. So. Auch hier natürlich die Polizei auf dieser Seite, auf der Seite der Demonstranten und auf der gegenüberliegenden Seite auch natürlich. Ja. Hier nochmal schön die Botschaft zu sehen, in groß. Keine Sau kommt rüber. Abgesperrt, abgesperrt. Hier nochmal schön zu sehen. Und die Polizistin ist noch eigentlich ziemlich jung, so wie sie ausschaut. Als wäre ihr kalt und sie gar keinen Bock hat drauf. Na gut, vielleicht täuscht es ja auch noch. So, gehen wir mal weiter. Auch ganz viele Bionaden-Vibes heute. Freunde, was soll ich sagen? Wir waren vor der russischen Botschaft. Ja. Wie ihr sehen könnt. Abgesperrt. Aber ich glaube nicht, dass hier was passiert. Die sammeln sich so ein bisschen, demonstrieren, gehen dann wieder nach Hause. Den größten Teil haben wir schon gesehen, vorne am Brandenburger Tor und jetzt hier auch vor der russischen Botschaft. Ich würde sagen, mehr gibt es nicht zu holen hier. Oder? Es sei denn, die flippen hier komplett aus irgendwie oder was. In Zukunft, in den nächsten Tagen, aber so wie wir das kennen, ist wahrscheinlich 1-2 Monate, dann ist schon wieder alles Geschichte. Oder aber auch nicht. Der Typ war interessant, oder? Der war lustig vorhin, der Typ. Der war schon ein bisschen angetrunken. Ich wette mit euch, dass er mir später eine Nachricht schickt auf Instagram und sagt, bitte zensier mein Gesicht. Der war ja völlig weggetreten, wa? So, auch hier einige Demonstranten gehen weiter in Richtung Alexanderplatz, Museumsinsel. Immer mehr Leute strömen nach hinten. Die Polizei sieht echt immer jünger aus, oder? Also ganz komisch. Freunde, was soll ich sagen? Das war's mit der kleinen Führung heute am Brandenburger Tor. Durch die Demonstration. Die Demonstranten hauen jetzt wieder ab. Ukraine-Russland-Konflikt, ganz großes Thema zurzeit.
Und wie gesagt, ihr habt es gesehen, dennoch sehr viele Touristen, sehr viele Leute, die einfach so herkommen. Auch ich, die ein paar Klicks abgreifen möchten. Nein, Quatsch. Wir waren jetzt einfach hier, haben uns das reingezogen. Ein paar Rufe habe ich jetzt mitbekommen, aber die sind jetzt nicht komplett ausgeflippt. So, ne? War alles in Maßen, ja, würde ich sagen. Freunde, das war's mit dem Video, oder? Six all in the mix. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt einfach mal einen Daumen nach oben, oder? Abonniert, aktiviert. Ihr kennt die Leier. Ich bin draußen. War wieder schön, mit euch unterwegs zu sein. Und ja. Action hier. Auf der Kreuzung. Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich halte euch auf den Laufenden. Vielleicht passiert ja noch mehr. Und wir kommen hier nochmal zum Hamburger Tor. Vielleicht gehen wir in Richtung ja, Alexanderplatz jetzt und schauen uns an, was da so läuft. Aber ich würde sagen, fürs Erste war es das auch hier. Ihr seht, die Demo ist dann weiterhin noch da. Vielleicht gehen die mehr Richtung russische Botschaft und dann war es es auch. Freunde, peace out. Wir zwingen nichts. In dem Fall war das ein One-Take, Six Olympics. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace out. Hier nochmal schön zu sehen, abgesperrt.